Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, du hattest eine erfüllte Woche. Eine Woche voller wunderschöner Erkenntnisse. Und für alle, die heute das erste Mal dabei sind, herzlich willkommen im Spiritual Sunday. Es ist so schön, dass du auch da bist, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Und wir werden jetzt gemeinsam meditieren. Danach werden wir eine Intention für die neue Woche setzen, eine Dankbarkeitsminute haben. Und dann flattern wir alle in unseren Sonntag. Und für die Meditation heute kannst du schon mal ganz kurz in dich reinfühlen, ob es gerade irgendein Thema in deinem Leben gibt, wo du immer wieder irgendwie an die gleiche Grenze stößt. Oder ob es jemanden gibt, der dich immer wieder auf die Palme bringt. Oder ob es gerade eine wichtige Entscheidung für dein Leben gibt, die du treffen möchtest, aber irgendwie nicht so richtig keine klare Antwort findest oder keine klare Lösung dafür findest. Und bevor wir jetzt gleich anfangen zu meditieren, kannst du einfach auch nochmal für einen Moment in dich reinfühlen, ob es gerade irgendwas in deinem Leben gibt, wo du gerne eine Antwort drauf hättest, wo du gerne einen Weg sehen wollen würdest. Und egal was es ist, auch wenn du jetzt noch gar nichts hast, ist es überhaupt nicht schlimm. Wenn du was hast, nimm es einfach mit in die Meditation. Das ist auch nicht schlimm, wenn du gerade nichts hast. Wenn alles super in deinem Leben läuft, ist die Meditation mindestens genauso schön. Und für die Meditation kannst du deine Schultern nochmal so hoch zu den Ohren rollen und dann zurück, dass sich dein Brustkorb nach vorne öffnen kann. Du kannst deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel ablegen. Wenn du möchtest, kannst du ein Mudra machen. Das heißt, du bringst deinen Zeigefinger und deinen Daumen zusammen mit beiden Händen und legst die Hände dann mit den Handflächen nach oben auf deinen Oberschenkel ab. Und dann finde einen Sitz, sodass du bequem sitzen kannst, dass du die nächsten 15 Minuten deine Sitzposition nicht veränderst. Und wenn du soweit bist, dann schließ deine Augen. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Noch einmal tief in den Bauch einatmen und durch den Mund aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen und durch den Mund aus. Sehr gut. Und dann bring deine gesamte Aufmerksamkeit jetzt in dein Herz. Verbinde dich mit deinem Herzen und bring deine Aufmerksamkeit zu dem Zentrum deines Körpers. Und spür einfach nur, nimm einfach nur wahr, ob du deinen Herzschlag spüren kannst. Und fühl, ob dein Herz langsam schlägt oder schnell, stark oder leicht. Spür dein Herz. Dann stell dir vor, wie du durch dein Herz ein- und ausatmest und sich bei jedem Einatmen dein Herz wie so eine Blume öffnet, wie ein Lotus, und beim Ausatmen wieder schließt. Und wenn du deinen Fokus verlierst, dann bring ihn immer wieder ganz liebevoll zurück zu deinem Herzen und stell dir vor, wie du durch dein Herz ein- und ausatmest.
Und werde jetzt zu deinem Herzen. Stell dir vor, wie dein gesamtes Bewusstsein zu deinem Herzensbewusstsein wird. Stell dir vor, du bist dein Herz. Stell dir vor, du bist in deinem Herzen mit deinem gesamten Bewusstsein. Und dann schau dich einmal um in deinem Herzen. Schau einmal, wie sich dein Herz fühlt. Fühl hinein in dein Herz. Fühlt sich dein Herz gesehen, gehört, verstanden, geliebt? Und fühl einfach nur hinein. Spür hinein in dein Herz, in die Welt deines Herzens. Wie geht es deinem Herzen? Und stell dir vor, wie dein Herz jetzt zu dir spricht. Was würde dein Herz zu dir sagen, wenn es jetzt die Möglichkeit hätte, zu dir zu sprechen? Welche Botschaft hat dein Herz für dich? Und es kann gut sein, dass du in deinem Leben verletzt worden bist. Und dass du versuchst, dein Herz zu schützen. Dass du glaubst, dass es sicherer ist, nicht mehr ganz so viel zu lieben und dein Herz nicht mehr zu öffnen. Aber jetzt, wo du in der Energie deines Herzens bist, spür hinein, ist das die Wahrheit? Ist das wirklich die Wahrheit? Musst du dein Herz beschützen? Oder möchte dein Herz lieben? Ist dein Herz genau dafür geboren, um zu lieben? Immer wieder und immer mehr. Und dann schau einmal, ob du deinem Herzen in deinem Leben genug Platz machst. Hat dein Herz Raum, lieben zu dürfen, bedingungslos? Hat dein Herz den Raum, seine Liebe in die Welt zu bringen, grenzenlos? Spür hinein. Und dann stell dir jetzt vor, wie du in der Mitte deines Herzens stehst und wie du sehen kannst, wie dein Herz ganz viele Fenster hat, tausende Fenster, Millionen Fenster. Aber viele von diesen Fenstern
sind zu. Viele Fenster sind von dir verriegelt worden. Vielleicht sogar zugemauert worden. Und du kannst jetzt die Entscheidung treffen, diese Fenster wieder zu öffnen und Licht in dein Herz strömen zu lassen und Liebe aus deinem Herzen wieder in die Welt strömen zu lassen. Diese Fenster sind deine Herzensfenster, die Fenster, aus denen du in die Welt blicken kannst. Bist du bereit, diese Fenster wieder zu öffnen? Bist du bereit, wieder aus deinem Herzen zu sehen, zu fühlen, zu lieben? Bist du bereit, wieder die Energie, die Liebe, die Kraft deines Herzens in die Welt strahlen zu lassen? Spür hinein, was dein Herz sagt. Muss dein Herz wirklich beschützt werden? Oder ist dein Herz in Wahrheit die Quelle? Die Quelle von Liebe, die Quelle von Weisheit, die Quelle von Kraft, die sowieso niemals versiegen kann. Muss eine solche Quelle beschützt werden? Und wenn du jetzt möchtest, wieder aus deinem Herzen schauen zu können, wenn du dich danach sehnst, wieder Licht in dein Herz fließen zu lassen und Liebe von deinem Herzen in die Welt, grenzenlos, bedingungslos, voller Vertrauen, dann triff jetzt die Entscheidung, die Fenster wieder zu öffnen. Und in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, diese Fenster wieder zu öffnen, passiert etwas Magisches. Denn die Fenster öffnen sich wie von selbst. Jedes einzelne Fenster dieser Tausenden, Millionen von Fenstern öffnen sich jetzt. Und in dein Herz strahlt Licht, strahlt Vertrauen. Und aus deinem Herzen strahlt jetzt in die Welt Liebe. Und stell dir vor, wie durch diese Fenster deine Liebe in deinen gesamten Körper fließt und auch hier wieder jede Zelle erreichen darf und die Information von Liebe in deinem gesamten Körper ankommt. Und dann lass diese Liebe aus deinem Herzen, die so lange verschlossen war, noch stärker werden und stell dir vor, wie sie um dich herum wie ein Lichtball bildet. Und erlaube dir jetzt, in diesem Lichtball aus Liebe von deinem Herzen zu sitzen. Stell dir einfach vor, wie dieser Lichtball aus Liebe dich umgibt. Ganz sicher, ganz kraftvoll. Und du in der Mitte von diesem wunderschönen Lichtball bist. Und spüre, wie sich das anfühlt, in der Energie von Liebe, in deiner Herzensenergie zu sein. Und dann erinnere dich jetzt für einen Moment an die Entscheidung, die es gerade in deinem Leben gibt, zu treffen. Oder die Frage, die du vielleicht gerade ans Leben hast. Und stell sie jetzt nochmal. Stell in diesem Raum von Liebe, in dem Raum deiner Herzensenergie, die Frage, die du an dein Leben hast. Und schau, welche Antwort hier kommt.
Und dann nimm diese Antwort für dich mit. Nimm sie mit in dein Herz. Und triff die Entscheidung, diese Antwort in dein Leben zu integrieren. Und jeden Tag ein kleines Stückchen mehr aus deinem Herzen zu leben. Aus der Quelle der Liebe. Und dann bring für einen Moment deine Aufmerksamkeit nochmal in dein Herz. Spür in dein Herz. Spür die Weite, die sich plötzlich in deinem Herzen ergeben hat. Spür das Licht in dir, die Liebe in dir, die Offenheit, die Kraft, die sich dadurch ergibt. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Und dann bring deine Hände in Gebetshaltung vor deinem Herzen zusammen als ein Zeichen der Einheit, der Verbundenheit. Senke dein Kinn zu den Fingerspitzen und bedanke dich für das Leben, das durch dich fließt. Bedanke dich für das Wunder, das du bist. Bedanke dich für die Herzensenergie, für die Liebe, die durch dich in die Welt fließen kann. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, dich mit deiner inneren Kraft zu verbinden, den Blick nach innen zu wenden und dich selbst wieder ein bisschen mehr zu erkennen. Und wenn du möchtest, kannst du wie jeden Morgen mit mir die beiden Sätze sprechen. Mögen alle Menschen und Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Und wir schließen mit einem gemeinsamen Om. Für dieses Om atme tief durch die Nase ein. Und dann chante mit mir zusammen Om. Tief durch die Nase einatmen. Om. Und dann nimm noch einen tiefen Atemzug durch die Nase. Durch den Mund aus. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. So, willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, die Meditation hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dich mit deiner Herzensenergie verbinden. Du könntest spüren, was es für einen Unterschied macht, aus dem Herz heraus zu leben, in dieser Verbindung mit der Liebe zu sein, dir selber zu erlauben, ja, wieder komplett alle Fenster, alle Herzensfenster aus deinem Herzen aufzumachen und wieder durch das Herz zu schauen, durch diese Herzensfenster. Und ich sehe, der Chat funktioniert wieder. Das ist doch schon mal wunderschön. Okay. Okay, wundervoll, der Chat funktioniert wieder. Fantastisch. Dann schreib mir gerne einmal in den Chat, wenn du gerade bei der Meditation dabei gewesen bist, schreib mir einmal in den Chat, wie das für dich gewesen ist. Schreib mir sehr, sehr gerne, wenn du eine Frage hattest, wenn du mit einer Frage in die Meditation reingegangen bist,
wie sich das angefühlt hat, eine Antwort zu bekommen und was die Antwort war. Also hast du eine Antwort in diesem Raum, in diesem Herzensraum bekommen? Und wenn ja, was war die Antwort? Und genau, schreib mir das sehr gerne, sehr, sehr gerne in den Chat. Okay, wundervoll. Eva schreibt, ich konnte sehen, dass mein Herz einen Gürtel um sich hatte, den konnte ich lösen. Wundervoll. Wundervoll. Das war so schön. Alles darf sein. Ja, absolut. Die Antwort war, ich vertraue. Vertraue mir, ich habe Großes mit dir vor. Wundervoll. Meine Antwort war auch, vertraue. Katrin schreibt, ich fühle mich heller als je zuvor. Wundervoll. Monja fragt, werde ich eine gute Mutter? Ja, das werde ich. Natürlich wirst du das. Jette schreibt, mein Herz ist voller Liebe. In Liebe loslassen. Wunderschön. Sei in Liebe. Die Antwort war loslassen. Ja. Wunderschön. Lass los, ich bin bei dir. Mein Herz möchte lieben. Trau dich, es gibt für alles eine Lösung. Okay. Marilena schreibt, mein Herz hat zu mir gesprochen und gesagt, ich empfange Liebe und ich habe so viel Liebe zu geben. Ja, so ist es. Und ich habe mich heute entschlossen, diese Meditation zu machen, weil ich in der letzten Zeit sehr, sehr viel über Liebe nachgedacht habe und über das Herz nachgedacht habe und in unserer Gesellschaft irgendwie so dieses Bild vorherrscht, was ich auch verstehen kann durch die Literatur und durch Filme und durch alles, dass unser Herz irgendwie etwas Zerbrechliches ist oder dass unser Herz etwas ist, was kaputt gehen kann oder dass unser Herz beschützt werden muss. Und ich persönlich glaube, unser Herz ist die Quelle zu einem Raum, der so viel größer ist als wir selbst und der so heilsam ist. Und unser Herz ist zu so viel mehr in der Lage, als wir unserem Herzen zutrauen. Und unser Herz muss nicht beschützt werden. Das Einzige, was unser Herz will, ist lieben und dann wieder lieben und dann wieder lieben und dann wieder leben. Die Illusion, der wir alle so ein bisschen erliegen, ist unser Ego. Unser Ego ist verletzt. Unser Ego sagt, oh, ich habe die Person geliebt, aber sie hat mich nicht geliebt. Und deswegen werde ich nie wieder lieben. Was für ein Quatsch. Es ist doch total legitim, dass eine Person einen nicht zurückliebt. Ist doch in Ordnung. Aber dein Herz kann trotzdem weiterlieben. Es gibt 7,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die alle geliebt werden wollen. Und vor allen Dingen auch in erster Linie du selbst. Und das Spannende ist, dass unser Ego uns dann so ein bisschen so diese Idee reingibt, wir sollten uns besser schützen, wir sollten da besser irgendwie Acht drauf geben und da jetzt vorsichtig sein und nicht mehr ganz so zu 100% reingehen. Und ich glaube, dadurch verlieren wir alle und ich glaube, dadurch verlieren wir vor allen Dingen das, was Leben wirklich bedeutet, denn Leben bedeutet wirklich zu lieben. Leben bedeutet, aus vollstem Herzen immer und immer und immer wieder zu lieben. Und das heißt jetzt nicht vollkommen naiv, irgendwie in eine Beziehung reinzugehen und zu sagen, ja klar, kannst du irgendwie mich betrügen und natürlich kannst du dies und das machen, ich liebe dich trotzdem. Darum geht es gerade gar nicht. Natürlich geht es auch darum, gesunde Grenzen zu setzen. Was ich nur damit sagen will, ist, dass es aus meiner Perspektive nicht stimmt, dass das Herz kaputt gehen kann oder dass das Herz beschützt werden muss. Denn das Herz möchte lieben. Das Herz möchte immer und immer und immer mehr vor allen Dingen lieben. Und umso mehr wir diese Fenster zumachen, aus denen wir aus dem Herzen schauen können und umso mehr wir aus dem Ego in die Welt schauen, umso einsamer werden wir. Und umso verletzbarer werden wir tatsächlich auch, weil wir so abgetrennt sind von unserer eigenen Heilkraft. Und eins der kraftvollsten Dinge, die wir machen können, ist wieder ins Herz zu gehen und dem Herzen vertrauen, dass es heilt. Aber das geht eben nur,
indem wir das dem Herzen auch zutrauen und indem wir dem Herzen auch diesen Raum lassen, heilen zu dürfen und nicht zu sagen, nee, anstatt überhaupt in die Heilung reinzugehen, ich mache mein Herz zu und Mauern und alles und doppelte Zugbrücke und so weiter, da kommt niemand mehr hin. Und das ist das Ego, was spricht. Das ist nicht dein Herz. Dein Herz sagt, ich will lieben, ich will wieder lieben. Und ja, war irgendwie unangenehm, aber dein Herz liebt nicht mit der Bedingung zurückgeliebt werden. Das ist nicht die Bedingung von deinem Herzen, das ist die Bedingung von deinem Ego. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Hilfreiches, das für sich zu trennen und bewusst wahrzunehmen. Ist es gerade mein Ego, was mir hier jetzt irgendwas einflößt, oder ist es mein Herz? Und so wie wir alle gerade hier in diesem Chat gelesen haben, alle, die das Herz gefragt haben und alle, die in diesem Raum von Liebe eine Antwort bekommen haben, da war nie irgendwie die Antwort, du solltest ganz viel Angst haben und nie wieder lieben oder so. Das sagt das Herz nicht. Das Herz sagt, vertraue. Das Herz sagt, lerne. Das Herz sagt, öffne dich. Das Herz sagt, zeige dich, wie du wirklich bist. Das ist das, was dein Herz sagt. Und das Schöne ist, oder ich sag mal, die Kunst ist, sich immer wieder diesen Raum und diese Ruhe zu nehmen, was wir jetzt hier zum Beispiel im Spiritual Sunday machen, um das Herz zu hören, um wieder dahin zu gehen, weil ja, dein Ego ist viel, viel, viel lauter als dein Herz. Das ist einfach so. Dein Ego ist lauter als dein Herz. Und dein Ego wird immer lauter schreien und dein Ego wird immer versuchen, dass du dein Herz zumachst und bitte noch irgendwie eine Betonschicht drüber zu machen. Aber das ist nicht dein Herz. Und ja, und ich hatte da irgendwie in den letzten Tagen eben immer wieder drüber nachgedacht und ich dachte, es ist irgendwie schön, das mit euch zu teilen und diesen Gedanken auch mit euch zu teilen. Wieder einen wirklich neuen Blick auf sich selbst zu entwickeln, auf unsere Kraft, auf diese Quelle, die in uns ist, zu entwickeln. Und Stück für Stück, Tag für Tag, das Ego so ein bisschen zu entlarven. Und man kann dem Ego ja sagen, du, alles klar, so, I hear you, ich kann dich hören und ich kann auch verstehen, du bist verletzt. Macht auch alles irgendwie Sinn auf dieser rationalen Ego-Ebene, macht das auf jeden Fall Sinn. Aber das Schöne ist, dass wir über die Liebe, was die Liebe macht, ist, sie zeigt uns, sie erinnert uns wieder an dieses Gefühl von Einssein. Das ist das, was Liebe macht. Wenn du liebst, wirst du wieder eins. Wenn du liebst, denkst du viel an die andere Person oder an die andere Sache, das, was das Objekt deiner Liebe ist quasi. Und bist mehr bei dem anderen als bei dir vielleicht, was eine Verbindung herstellt. Wenn du aber im Ego bist, in Trennung bist, dann bist du wieder nur bei dir und dann kannst du überhaupt kein Einssein empfinden. Genau. Okay. Das wollte ich einmal sagen. Das war der Frühlingsherzensfensterputz, ganz genau. Das war tatsächlich auch so ein bisschen das Bild, was ich vor Augen hatte, so jetzt zum Frühlingsanfang die Fenster des Herzens sauber zu machen und einmal mit dem Kercherreiniger da durchzugehen und wirklich wieder klar durch das Herz nach draußen schauen zu können. Und ich würde euch einladen, jetzt einmal für die Dankbarkeitsminuten. Und wie gesagt, die Dankbarkeitsminuten sind hier im Spiritual Sunday wirklich heilig. Die Dankbarkeitsminuten sind ein Moment, den du dir nehmen kannst, um wirklich dich mit der Fülle in deinem Leben zu verbinden, den du dir nehmen kannst, um zu spüren, zu fühlen, zu wissen, wie viel Liebe in deinem Leben ist, wie viel Fülle in deinem Leben ist. Und Dankbarkeit ist wirklich diese Kraft, die in uns ist, einfach jetzt schon in diese Freude, in dieses Glück zu gehen, was wir so oft in die Zukunft verschieben. Und für die Dankbarkeitsminute, es sind 2 Minuten, kannst du auch wirklich nochmal deine Augen schließen. Wenn du möchtest, kannst du eine Hand auf dein Herz legen. Und ich hatte es bei letzte Woche im Spiritual Sunday schon erzählt. Es geht wirklich darum, dass du dankbar bist für alles, was war, für alles, was ist, für alles, was kommt. Du kannst für einen Menschen dankbar sein, du kannst für eine Erfahrung dankbar sein, du kannst, egal, you can freak out. Also wirklich, mach eine heftige Dankbarkeitsparty in deinem Herzen, in deinem Kopf, in deiner Seele und zelebriere das so richtig. Also erschaffe in dir so eine Welt voller Dankbarkeit, in die du richtig, richtig
in die du richtig, richtig gerne zurückgehst. Und für die zwei Dankbarkeitsminuten würde ich euch bitten, auch kurz den Chat einmal ruhen zu lassen quasi. Einfach einmal nichts in den Chat zu schreiben, sondern wirklich die Augen zu schließen und diese zwei Minuten Dankbarkeit zu genießen und ja, voller Dankbarkeit nochmal in dich zu gehen. Also zwei Minuten Dankbarkeit ab jetzt. So, willkommen zurück. Ich hoffe, du hast diese Dankbarkeitsminuten genossen und fühlst dich genauso wie ich mich gerade fühle, einfach so voller Energie und voller, ich finde, man ist danach einfach immer in so einem ganz anderen Zustand, in so einem Zustand von so einer Seligkeit und das machen wir einfach im Alltag viel zu selten, in diesen Zustand zurückzugehen. Genau, das war das und jetzt kommen wir. Also wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne in den Chat schreiben, wofür du gerade dankbar bist. Das auch sehr gerne einfach nochmal teilen. Und was wunderschön wäre, wenn du in den Chat schreibst, was ist deine Intention für die neue Woche? Und eine Intention ist wirklich eine Absichtserklärung. Eine Intention ist fokussiertes Bewusstsein auf eine bestimmte Sache. Es kann sein, dass du jetzt in dieser Woche sagst, meine Intention ist, noch mehr aus dem Herzen herauszuleben. Meine Intention ist, durch diese Herzensfenster zu schauen und durch mein Herz zu blicken, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Meine Intention ist, aus Liebe zu handeln. Meine Intention ist es, in Klarheit zu sein. Meine Intention ist es, voller Vertrauen zu sein. Also was auch immer gerade ist. Oder meine Intention ist es, aufzublühen, wie der Frühling gerade. Meine Intention ist zu scheinen, dass du für dich nochmal reinschaust, jetzt für diese neue Woche auch. Was ist für dich eine gute Intention? Wohin möchtest du dein Bewusstsein lenken? Weil die Sache ist, das habe ich letzte Woche Sonntag schon ziemlich genau erklärt, deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal so genau drauf eingehen, aber es gibt in diesem Universum immer das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, es gibt keine Wirkung ohne Ursache. Und die Ursache ist immer eine bestimmte Intention, eine bestimmte Absicht, aus der etwas heraus passiert. Und umso bewusster du dir über deine Absicht bist, über deine Intention, über das, warum du so handelst, wie du handelst,
Umso klarer kannst du so handeln, wie du handeln möchtest, um das Ergebnis in deinem Leben zu haben, das du gerne haben möchtest. Und wenn du gerne ein Leben voller Liebe, voller Fülle, voller Dankbarkeit, voller Erfolg, voller Freude, voller Gesundheit haben möchtest, dann hilft es, nach Intentionen zu leben, die genau das unterstützen. Ja, genau. Also schreib sehr, sehr gerne einmal in den Chat, was ist deine Intention? Ich handle in Achtsamkeit. Hirani schreibt, hab eine fette Danke für alles Abschiedsparty geschmissen. Es war so schön. Cool. Sehr gut. Wunderschön. Ach so. Ja, ich lese gerade, dass Sabine schreibt, ich kann nicht aufhören zu weinen. Also es kann gut sein, dass nach dieser Meditation gerade unfassbar viele Emotionen durch dein Herz fließen, weil diese Emotionen die ganze Zeit unterdrückt worden sind, weil dein Herz die ganze Zeit zu war, dein Herz jetzt gerade aufgemacht hat und natürlich jetzt erstmal diese ganze Emotion nach draußen kommt. Und das ist gut, lass es einfach fließen, lass gerade laufen, alles gut. Du wirst sehen, in einer halben Stunde bist du in einer völlig anderen Energie. Auch das jetzt nicht unterdrücken, sondern einfach sei Zeuge quasi, sei Beobachter von dem, was gerade passiert. Lass die Energie durch deinen Körper fließen. Und das ist absolut in Ordnung und auch absolut nachvollziehbar, wenn du lange sozusagen dein Herz zugemacht hast. Dann ist es aber dann zeigt es gerade auch, wie viel raus möchte, wie viel sich bewegen möchte, wie viel sich durch dich hindurch an Emotionen, Energie in Bewegung bewegen möchte. Lass es fließen. Lass es fließen. Genau. Silvia schreibt, ich öffne mein Herz. Ich bin voller Vertrauen, ich höre mehr auf mein Herz. Wunderschön. Ich werde meine beste Freundin sein. Ich folge meiner beschwingten Energie. Ich habe einen Platz in dieser Welt. So schön. Wundervoll, ich freue mich so sehr und lass diese Intention dich begleiten in dieser Woche. Morgens während deiner Meditation, verbinde dich mit dieser Intention, und frage dich, wie kann ich mehr in Einklang mit dieser Intention heute leben? Woran merke ich, dass ich in Einklang mit dieser Intention bin? Und ich möchte gerne noch eine Sache mit euch teilen, und zwar gibt es natürlich heute oder beziehungsweise in dieser Woche auch wieder ganz viele wundervolle Spiritual Sunday Treffen. Und die Spiritual Sunday Treffen sind wirklich Treffen überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Manchmal, letztens gab es, glaube ich, sogar in Oakland ein Treffen. Und das sind Treffen von der Community organisiert. Da kannst du einfach hingehen. Es wäre nur fantastisch, wenn du in der Facebook-Team-Liebe-Gruppe unter Veranstaltung Bescheid sagst, dass du kommst, weil mittlerweile sind es sehr, sehr große Treffen. Und dann hilft es einfach, wenn die wundervollen Menschen aus der Community, die die Treffen veranstalten, wissen, wie viele Leute da sind, damit sie genügend Plätze reservieren können. Also das wäre fantastisch, wenn du da hinkommen möchtest. Und du kannst immer einfach hinkommen. Da gibt es ganz viele Menschen, die auch das erste Mal dabei sind. Da brauchst du dir überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Jeder freut sich, wenn du da bist. Und das sind alles Menschen genau wie du. Insofern wird das wunderschön. Also heute gibt es richtig viele Treffen. Und zwar, wenn du spontan bist und in Karlsruhe bist, gibt es um 11 Uhr ein Treffen im Café Palava. Heute in Stuttgart um 13 Uhr im Café Le Théâtre. In Bremen um 14 Uhr im Yellow Bird Café. In Osnabrück um 14 Uhr im Polly Easters Café. In Nürnberg um 14 Uhr in der Mischbar. In Hamburg um 15 Uhr in guter Gesellschaft. Und in Münster um 18.30 Uhr im Lieschen. Das sind alles die Treffen, die heute stattfinden. Du findest sie aber, wie gesagt, alle auch bei Facebook in der Veranstaltung. Und ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile auch schon bei uns hier im Mitgliederbereich so ist, dass du die da auch findest. Aber das kommt auf jeden Fall auch in Kürze, dass wir die Termine für die Woche dann immer auch in den Mitgliederbereich schreiben, falls du nicht auf Facebook bist. Am 11.04. in Göttingen um 19 Uhr, am 12.04. in Berlin um 18.30 Uhr, am 13.04. in Kassel um 16.30 Uhr, am 15.04. in Freiburg um 15 Uhr, am 15.04. in Düsseldorf um 15.30 Uhr und am 15.04. in Leipzig um 16 Uhr. Genau,
die treffen, schreibt jetzt bestimmt gleich auch jemand aus dem Team nochmal. Ja, Claudi hat sie schon gepostet. Du siehst jetzt, die treffen auf jeden Fall alle auch gerade im Chat. Danke, Claudi, fürs Posten. Und genau, ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen, wunderschönen Sonntag. Ich wünsche dir viel Freude dabei, diese Energie, die du jetzt gerade in dir hast, heute rauszubringen, diese ganze Woche rauszubringen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder hier beim Spiritual Sunday. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, es gibt die Higher Self Inspirations, die du dir jetzt kostenlos runterladen kannst, einfach auf meiner Webseite. Da bekommst du meine Morgen- und Abendmeditation als Download, du bekommst die Manifestationsformel und ganz, ganz viele tolle andere Sachen. Den Link dazu findest du auf jeden Fall auch wahrscheinlich gleich hier einmal kurz im Chat, wenn das jemand aus dem Team postet. Und ansonsten findest du es auf jeden Fall einfach auf meiner Webseite, die Higher Self Inspirations. Da wünsche ich dir ganz viel Freude mit und ich hoffe, dass dich das inspiriert und dir gefällt. Und genau, ich schicke dir jetzt einfach ganz viel Liebe, ich schicke dir ganz viel Licht. Ich hoffe, dass du in Verbindung gerade bist mit deinem Herzen und dass du diese Energie rausbringst und mit allen Menschen teilst. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Danke, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und es wird das Video, die Aufzeichnung, wird es auf jeden Fall innerhalb der nächsten 24 Stunden auch hier im Mitgliederbereich geben. Und dann kannst du es dir alles nochmal anschauen und die Meditation auch nochmal machen, wenn du möchtest. Und ja, einfach danke. Danke, dass du da bist. Danke für diese unfassbare Community. Danke, wie ihr euch alle auch in der Facebook-Gruppe gegenseitig helft und unterstützt und wie ihr die Treffen organisiert. Das ist einfach mega, mega mäßig geil. Ja, genau. Ich würde zum Schluss einmal noch mal ganz kurz schauen, was hier noch für Fragen reinkamen und dann eine Frage noch beantworten. Tina fragt, woher weiß ich, dass die Antwort wirklich vom Herz, nicht vom Verstand kam? Das merken wir meistens daran, dass es ein anderes Gefühl ist. Also meistens fühlst du die Antwort eher vom Herzen. Meistens ist es die schwierigere Antwort. Also der Verstand sagt dir gerne die einfachere Antwort. Das Herz sagt dir oft eher die schwierigere Antwort, die Antwort, die mehr von dir erfordern wird, vielleicht mehr Wachstum, vielleicht mehr zu geben. Häufig ist die Antwort vom Herzen so, dass sie, ich muss kurz die richtigen Worte suchen, so dass sie dann für dein Höchstes, für dein Höchstes ist quasi. Während die Antwort vom Ego und vom Verstand manchmal nicht dein höchstes, bestes Interesse hat, sondern dein Schutz. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass du dich nie schützen solltest und so. Natürlich macht es auch Sinn, sich abzugrenzen und da bewusst und gesund mit umzugehen. Aber trotz allem ist die Antwort vom Herzen meistens auch ein bisschen leiser. Wie gesagt, das Ego ist oft sehr, sehr laut. Daran kann man das erkennen. Da kannst du einfach mal ein bisschen reinfühlen, genau, ob dir das hilft. Okay. Caroline fragt noch, was ist, wenn keine Antwort kam? Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn keine Antwort kam. Dann ist die Aufgabe einfach da, mehr reinzugehen, mehr reinzufühlen und voller Vertrauen zu sein, dass die Antwort kommt. Denn die wird kommen, die ist da. Aber manchmal ist es auch die Antwort, dass gerade Raum dafür sein darf, dass sich bei dir noch was verändern kann, dass sich bei dir, vielleicht braucht es gerade noch eine bestimmte Erkenntnis für diese Antwort. Kenne ich auch gut, dass ich manchmal eine Antwort haben will und sage, warum passiert das jetzt nicht? Und ich rückblickend dann verstehe, okay, das ist nicht passiert, weil erst noch irgendwas anderes passieren musste, damit ich mit einer ganz anderen Energie in diese Entscheidung zum Beispiel reingehen kann. Schlüssel ist Vertrauen. Der Schlüssel ist Vertrauen. Genau. So, ihr Lieben,
Ich wünsche dir ein fantastisches, fantastisches Wochenende. Genieß diesen Sonntag, genieß das wunderschöne Wetter. Lass es dir gut gehen. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Sonne, ganz viel Licht. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Higher Self on und ganz viel Liebe zu dir. Bis nächste Woche. Bye, bye. Rock on und Namaste. Deine Laura.